Hallo! Zurück bei Demon's Souls, der 60. Folge. Bald sind wir mit dem Spiel zu Ende. Wir haben heute ungefähr, glaube ich, 90% Spielfortschritt gemacht im Vergleich den letzten 2 Wochen. Ja. Ich habe alle Levels geschafft, die ich bisher nie geschafft habe, an einem Tag. Ich bin so happy. Yay, Alu Canvas. Alu Canvas Day. Ey, das ist aber ein Item. Willst du so das Kind darüber zu hüpfen? Oh ja. Oder einfach rüber zu laufen. Ich riskiere es besser nicht. Du kennst mich ja. Also, wir sind hier in 5-3. Slav, hast du von runter hüpfen? Rüber hüpfen. Was? Slav, hast du von rüber hüpfen? Du musst einfach nur rüber laufen. Nicht weiter ohne Witwen-Lotus. Habe ich noch welchen? Ich habe 6. 6 ist immer gut. Witwen-Lotus. Ich habe nur 2. Setze gegen den nächsten Feind nichts ein. Was? Wie viel Witwen-Lotus? Also 6. Ich habe nur 2. Na egal, wird schon sterben. Soll ich? Auf geht's zum Boss. Ja. Soll ich? Ja, auf geht's. Cutscene. Oh Mann. Nehmen. Jetzt geht es gegen einen Ritter und gegen eine Frau. Also die Frau schlagen. Die Frau ist der eigentliche Boss. Zwar Dina. Das ist der Boss. Ist ja süß. Schon nicht, ne? Ive Pötzig. Ach meist, die Liebe. Ich habe erst gesagt, bei dir im Anzug da vorne, es wären ihre Rippen. Maiden Astraea, und das ist dieser Ritter. Der sieht aber schon cool aus. Go forth, Galvin. Genau, Galvinland. May you be unharmed. Der hat ein Graswappenschild. Ha, der ist ja voll OP, der hat einen Item aus Dark Souls. Der hat eine Riesenkeule. Das ist der Brand. Und zwar, wir können jetzt Musik da Folgendes machen. Ja, wir können jetzt da diese Worshipper da kann man einfach umbringen. Für was denn? Sehe. Die greifen wir nicht an, egal was man macht. Und zwar, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir sie killen oder wollen wir den Typen killen? Was ist lustiger? Wir können den Typen killen. Dann töten wir den Typen. Weil der Typ, der steht danach noch da und betrauert einen, wenn wir die Tussi töten. Weil er versagt hat. Der da? Moment, ich muss ihm erstmal zuwinken. Halt! Erst verbeugen. Hast du nichts in Dark Souls gelernt? Das ist Demon's Souls und nicht Dark Souls. Ja, man verbeugt sich trotzdem erst was am Gegner. So, jetzt darf ich mal. Blup. Warte kurz. Okay, und es geht los. Achtung. Kann man den nicht vergiften? Denke nicht. Wow! Okay. Ja, bei mir hängt gerade die Scharung. Hammer, kannst du nicht. Du musst vor dem hin, ihn triggern. Ich sehe nichts. Mob ihn einfach! Oh, ich hab nicht mehr, ich hab keinen Stamina mehr. Er kann irgendwie da nicht angreifen, kann es sein? Au! Ja. Oh, der kann reposten! Oh mein Gott, der kann mich one-hitten. Alu keinen zweite Chance-Zauber hat das. Halt's Maul. Ich hab ihn gerade gebacksteppt, glaube ich. Ja, verringt's her mal voll. Mann, Alu, warum kannst du nix? Was denn? Was denn, Mama? Ich muss sowieso noch mal kurz in den Nexus zurück. Dann wurdest du gepostet, nicht ich. Ja, du machst ja auch nichts. Ich wurde weggehauen 5 Kilometer. Das ist keine Ausrede. Aber eine gute. Okay, da er das gegen war keine Gift, Ausrede, habe ich gesagt. Okay, da er gegen Gift immun ist, werde ich mal kurz zurückgehen und mir meinen anderen Zauber holen. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch diese Witwen-Noten. Hallo, Ankit. Gegenstand, nein, mitnehmen will ich. Witwen-Loten. Hab ich bestimmt ganz viele. Ja, 14.
Naja, und diese Waffe, was der da hat, die kann man dann eben bekommen, wenn man ihn besiegt hat. Und das scheint ja nochmal als schwarzes Phantom. Oh ja. Dann muss man das schwarze Phantom töten und dann kriegt man den Bram da. Brand. Brand. Mit einem M. Wie bei M und M's. Brambt. Was? Also? Mit einem M. Brambt. Und zwar. Jetzt muss ich nur noch eine Fmarauge. Ich will noch ein Feuerflammenstoß hier. Du wurdest wiederbelebt. Wir könnten dann auch voll umdrehen, wenn du zu viele Fmarauge dafür verbraten musst, gell? Ich hab noch genug. Ich hab noch 9. Ich hab noch 9. Ja, warum hast du so wenig Fmarauge? Weil ich öfters mal wiederbelebt habe, damit ich vernünftig durchspielen kann durch 5-2. Ach scheiße, ich habe jetzt schon Zweitleben gecastet, ey. Idiot. Dann lass du mich ab sofort vor. Ja, Ladies first. Ich kann zweimal sterben. Na, du kannst unendlich oft sterben. Ja, zweimal hintereinander schnell sterben. Das macht mir nichts aus. Okay, wieder vor der Treppe. Der Leiter. Der Leiter. Dann bin ich sexy. Muss man schon mal sagen. Nicht ein bisschen eigenverliebt? Überhaupt nicht. Mir fällt jetzt gerade auf, was für coole Stacheln der die Rüstung an der Schulter hat. Wie lange hast du die Rüstung schon? Keine Ahnung. Ewig. Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Ich bin schon beim Boss. Aha. Bist du schon wieder runtergelaufen oder was? Ohne mich? Ja, brauchst du so lange. Das Runterjumpen funktioniert leider echt nicht. Hast du gerade nochmal probiert? Nein, ich habe ich meine mit dem Kreis drücken auf den Leitern. Das geht nur in Dark Souls. Schade. Dark Souls. Oder so, dass meiner irgendwie so ein Baumschulkind ist, der was immer nur eine Sprosse auf einmal gehen kann. Ist bei mir auch so. Und zweites Rim. Und dann macht ihr gleich mal Mana. Oh, ich kann mal Magie auf mein Schwert machen. Oh, das leuchtet jetzt voll komisch. Ja. Hier geh durch. Durch? Ja. Durch oder durch? Ja. Geh mal durch, durch. Durch. Okay, komm wenigstens Katze nicht nochmal. Oh, ich hab ihn gewechselt. Tut mir leid. Oh, ich hab ihn gewechselt. Tut mir leid. Die Musik ist echt cool. Ach scheiße, ich habe die Helligkeit immer noch so hoch. Moment. Ah. Oh, mein Charakter vibriert gerade voll. Da! Jetzt ist wieder normal. Da vorne ist er. Ist er? Da haben wir Gott, die Russen kommen. Der kommt aber ja nicht raus, ne? Was? Wir müssen ihn auch treffen. Hallo. Er macht echt keinen Schaden mit seinem Hammer. Au! Alter, der hat mich schon wieder von hinten gehauen. Der hat mich schon wieder einfach meinen Block ignoriert. Wenn der mich nicht anguckt, dann kann ich ihn auch angreifen. Ah. I have failed you. Gegenstand nehmen. Boah, die ganze Rüstung, aber die ist leider im Moment noch zu schwer. Für dich? Kannst du nicht alles nehmen, oder was? Lass es das, meinst du? Den Ring der kolossalen Stärke. Du müsstest es mitnehmen können. Na, dann bin ich halt zwar fett, aber egal. Ah, ich brauch den Diebesring nicht mehr. Und dann kannst du das mitnehmen, du musst es ja nicht. Hab ich doch schon.
An der großen Stärke habe ich nur. Ah, ich habe den anderen nicht dabei. Moment, haben wir gleich. Krieg den aber nachher mal wieder. Oh. Spätestens in 1-3. Weiß ich mir nicht. Jetzt zieh mal an. Nur so, um herzuzeigen. Wir haben ja Zeit. Alter. Sieht schon ultra geil aus. Da ist irgendwie so ein Stoppschild auf dem Kopf. Und ich habe keinen Fat Roll. Also ich würde die sogar verwenden. Dann nimm sie halt her. Muss ich nochmal heilen. Du brauchst dich hier so nicht mehr zu fürchten. Du gehst jetzt zu der Tusse hin und redest mit ihr. Das war's. Wow, die Endboss-Fights werden ja echt immer besser. Alter, wir können hier nicht mal laufen. Pest. Warte, mit der Lotus. Pest. Reden. Du! Du hast ihn getötet, nicht? Also gut, ich kann dir nicht länger Widerstand leisten. Tu, was du willst, nimm deine wertvolle Dämonenseele. Wieso ist deine? Es ist doch ihre. Ha! Easy going, ey. Tja. Sowas nennt sich Endboss. Yay, Silbertrophäe. Perfetic! Nachricht lesen. Mir bricht das Herz. Hier nicht. Der Gewalt. Kaltstein berühren. Jungfräuliche Dämonenseele. Wegen des aufrichtigen Gebets. Was kann man daraus machen? Aus der Jungfräulichkeit. Ich wurde schon wieder bei dem scheiß Stein von 5-2 wiederbelebt. Was denn? Was ist das denn? Oh, was wird hinten? Pure aber die Rüstung sieht so ultra cool aus. Dabei kannst du das Blaublutschwert bauen. Hat nur ein bisschen mehr Rüstung. Aber sieht halt 20 mal besser aus. Wie sieht es eigentlich mit Gewicht aus? Ah, ist deutlich schwerer. War das egal. Ich hab... ich find's voll schlimm, dass meine Gegenstandslast immer so voll ist. Nein. Was hast denn du alles weggemacht? Was denn nicht? Ja, dass du so wenig Gegenstandslast hast. Ich hab... gar nicht, ich hab die Rüstung an. Also ich hab Gegenstandslast von, Moment, meinst du jetzt Ausrüstungslast oder Gegenstandslast? Gegenstand. Ich hab 104 von 106. Also, erlaub mir nicht, von was ich gemacht habe, damit das recht wenig wird. Es ist nicht wenig, ich bin immer hart an der Grenze. So, ging schon wieder lang. Ich hätte gern mein Ding wieder. Ja, deswegen nehme ich auch meinen Ring mit. We are indebted to you for you. Du musst nur noch deinen Ring ausziehen und meinen Ring anziehen. Boah, ey, die Rüstung sieht so cool aus. Großschwert. Okay, jetzt bin ich wieder auf 81 rund. Ach, ich habe ein zweites Flammenschild dabei, darum bin ich so schwer. Ich frage mich, wo ich die heiligen Pfeile her habe. Ich habe eine Ministerkappe. Wo ich denn die her? Ist gut, wenn du nie deinen Inventar ausleerst, ey. Ring der Illusion brauche ich nicht, Ring des Diebes brauche ich nicht. Welcher Ring? Aber es ist so schön in Dark Souls, dass du keine scheiß Gegenstandslast. Also wollen wir dann noch schnell eins machen? Moment. Also ich habe jetzt 40 Beweglichkeit. Hier, ich habe Softcap bei Kondition und Beweglichkeit. Also sollen wir es gleich weitermachen oder was? Oder soll ich zuerst 5-3 machen? Ja, brauchst du ja nicht eigentlich. Weil nach 1-4 kommt ja noch was. Bitte nach 1-3. 1-4, achso ja, 1-4. 1-4, da kommt ja dann noch was.
Hey, dann machen wir das jetzt erst einmal. Oder warte mal, du hast doch gesagt, da kommt dann der nochmal als Schwarzphantom. Der? Ja, der. Bei Astrea. Da meinst du Ostrava. Astrea. Achso, Astrea. Ja, wenn du Pure White hast. Aha. Wenn du Pure White Tendency hast, dann kommt der als Schwarzphantom. Black. Ja, das ist eben. Ja, ich sterbe jetzt einfach mal, dann machen wir 1-3, oder? Ja. Dann, aber wir könnten die Folge beenden. Würde ich mal sagen, das war's auch schon von der 60. Folge und wir nähern uns dem Ende von die Demon Soul. Das ist unglaublich, dass wir immer was zu Ende kriegen. Ja, und danach kommt Dark Souls. Ja, ja, ja. Das ist noch besser. Ja, darfst du dich schon mal drauf freuen. Nö. Nicht? Nee, ich verbitte es mir, mich auf Freude zu haben. Oh. Bin kein fröhlicher Mensch, doch. Oh. Ja, dann würde ich mal sagen. Ave. Cäsar.